Hallo lieber Axel Husenkell, du bist hier bei Mainz 05 zuständig unter anderem für die Bereiche Reha und Fitness. Außerdem warst du lange bei der U21 im DFB und bist jetzt ganz frisch in der Türkei. Und über all das wollen wir heute reden. Vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Ja, hallo Mara, danke, dass ich hier sein darf. Du hast ja in der letzten Saison wahrscheinlich fast so viele Trainerwechsel gehabt wie vorher noch nicht, arbeitest jetzt mit Bo Svensson, mit jemandem zusammen, den du als Spieler auch schon eng betreut hast. Wie sehr wirkt das denn auch auf eure jetzige Arbeitsbeziehung, dass ihr euch auf die Weise schon kanntet? Natürlich ist das Verhalten oder das Vertrauen zu ihm ein anderes als vorher. Also wir haben uns immer sehr gut verstanden, wir haben auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht, aber ja, es ändert jetzt nicht so viel. Bo ist der Trainer und ich mache meine Arbeit. Würdest du generell sagen, dass das ein Bereich ist, wo man die Spieler vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise kennenlernt? Ja, in meinem Bereich, wenn ich jetzt mit verletzten Spielern arbeite, auf jeden Fall. Weil da muss schon eine gute Vertrauensbasis da sein. Man verbringt sehr viel Zeit am Tag miteinander, also sind teilweise 4, 5, 6 Stunden, 6-mal die Woche. Da braucht man schon ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Wie hat sich denn dieser ganze Reha-Bereich in dieser Zeit verändert? Was ich für mich dazu genommen habe, ist der neuroathletische Bereich, der mittlerweile so in meinem täglichen Handeln schon einen großen Stellenwert eingenommen hat. Das ist neu dazugekommen, aber das ist generell so, dass man sich halt immer weiterentwickeln muss, weil es passieren schon immer neue Sachen. Und da versuche ich schon immer up-to-date zu sein. Du pendelst ja tatsächlich auch zwischen den Aufgaben. Du bist nicht nur bei Mainz 05, sondern du warst jetzt auch sehr lange beim DFB für die U21 zuständig. Ist es ein besonderer Reiz, in so einem Verband auch nochmal eine Tätigkeit auszuüben? Ja, das ist schon nochmal was anderes. Man bekommt viele Sachen, man bekommt Erfahrungen von Spielern aus anderen Vereinen mit, kann so ein bisschen reinhorchen, okay, was machen die, was können wir vielleicht noch machen. Also das nehme ich auf jeden Fall mit in den Verein zurück. U21 war halt eine spannende Aufgabe damals, als ich angefangen habe, einfach ja, mal für eine Nationalmannschaft zu arbeiten, auf Turniere zu fahren, die zu gewinnen zum Glück auch. Ich fand gerade bei der beim Turnier jetzt hat man sich das auch gefragt mit der U21. War ja im Vorfeld so, dass man dem Team jetzt also den Titel von außen nicht unbedingt gesagt hat, die sind da auf jeden Fall mit in der Lotterie. Und dann hatte man aber schon so das Gefühl, es gibt auch so eine Steigerung und so ein Zusammenrücken von Spiel zu Spiel. Ist das von diesen ganzen Werten, die ihr da miteinander hattet, auch im Staff und im Team und von diesem Zusammenhalt auch vergleichbar mit dem, was man letzte Saison hier gesehen hat? Ja, auf jeden Fall. Allein, dass jeder Spieler seine Wertschätzung dort erhält vom Staff und auch die Werte so vermittelt werden, gegenseitiger Respekt, miteinander, füreinander, das war schon ähnlich wie hier. Und natürlich, obwohl jetzt, ich meine, hier war nicht so viel Hoffnung da, bis das neue Trainerteam dann kam, die dann wirklich sehr viel positive Energie reingebracht haben mit ihrer offenen Art. Und ähnlich ist es bei der U21 auch. Alles ist offen, jeder ist hoch motiviert, alles aus sich rauszuholen, im Staff wie auch bei den Spielern. Das kann man schon sehr, sehr vergleichen. Dann auch trotzdem, trotz allem Ernst, jeder wird trotzdem ernst genommen und es wird mit Spaß gearbeitet. Jetzt bist du mit Stefan Kunz in die Türkei gewechselt. Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, so von den Absprachen zwischen euch? Ich meine, ihr seht euch ja immer nur in diesen Abstellperioden, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja nicht die einzige Zeit, in der ihr darüber kommuniziert, wie ihr zusammenarbeiten wollt, oder? Das ist immer so ein bisschen auch situationsabhängig. Manchmal wöchentlich, manchmal auch mal 2 Wochen nicht. Ich versuche, Kontakt zu den Spielern zu halten, meist immer nach dem Spieltag, dass man einfach nur mal schaut, haben sie überhaupt gespielt, kurzes Feedback, hey, Glückwunsch zum Sieg oder ja, schade. Das ist nicht anders wie bei der U21. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mich um die Nationalmannschaft kümmere. Du hast ja schon gesagt, mit den verletzten Spielern bist du dann auch im Reha-Zentrum. Gibt es da eigentlich manchmal irgendwelche lustigen Geschichten, dass Leute, die ganz normal im Reha-Zentrum ihre Übungen machen, sagen, Mensch, guck mal hier, da ist ein Spieler oder habt ihr da euer extra Räumchen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Im Moment durch Corona natürlich ist da auch extrem die Frequenz eingeschränkt, also es sind nicht so viele Leute dort. Aber es gibt so ein, zwei Patienten oder Klienten, die ich auch schon seit 15, 20 Jahren kenne. Glühende Mainz 05-Fans, das ist eine Dame, die ist schon über 80, die kommt dann immer, ah ja, machen schnell fit, wir brauchen ihn. Also alles sehr zurückhaltend. Also ich glaube, bis jetzt hat sich noch kein Spieler auch dort belästigt gefühlt von den Fans oder ja, Patienten, die dort sind. Also das ist halt so typisch Mainz, es ist halt große Familie. Dann hoffen wir, dass du auch weiter Spieler auf den Platz bekommst, hier und bei der türkischen Nationalmannschaft, und wünschen euch als Team dort natürlich, dass ihr euch noch qualifiziert. Du bekommst zum Abschied die Mainz 05 Gummibärchen in der Wortpiratin-Gummibärchentüte. Ganz lieben Dank, dass du die Zeit für uns hattest. Danke dir auch.